So, was haben wir hier? Rezept, Eduros-Trank, Maxima-Trank. Oh ja. So. Warum kann ich nicht einfach mit Wolkenschwingen hier durchlaufen? Die sahen auch schon mal besser aus. Riveli. Ja, das sind ja auch Ruinen, du Halunke. So, Mondstein wächst also überall. Au. Gut, wir müssen ein paar Straßenköter besiegen. Das hilft nichts. Niemand erledigt einen von uns und überlebt es. Tego! Reduktor! Konfringo! Defindo! Lazio! Konfringo! Dieser Lümmel. Ich habe gedacht, in der Wolfsgestalt wäre er kurzer Prozess. Habe ich jetzt gerade einen Krug Bier gesoffen? Das regt doch echt alles, oder? Vielleicht war das der Spucknapf. Ach, Walna. Du bist schon ein komischer Schluckspecht. Ach hier. Es interessiert einfach keinen, ne? Wenn sich ein Hund einfach mal in Schaf verwandelt. Warte mal, da ist doch noch so ein komisches Stethoskop. Hab ich das schon? Ja, die hab ich schon. Kann ich das nicht irgendwie aufladen? Au! Okay, ich hätte nicht gedacht, dass der... Ich dachte, der wäre schon tot. Der würde noch leben. Ja komm, ist egal. Machen wir. Kriegen wir hin. Entweder füttert man das Tierwesen oder es futtert dich, wenn du weißt, was ich meine. Ach hier. Ja. So. Ich meine, komm schon. Ihr wollt Tierwesen sammeln? Kacklappen. War ich hier nicht schon? Kommt mir sehr bekannt vor, die Höhle. Das hat weh getan. Also sah zumindest nicht so aus.
Finde die Höhle. Achso, noch eins weiter runter. La 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 la. Das muss die Höhle von Tox sein. Pinselstrich. Ich sollte hineingehen. Sieht so aus, als wäre ich hier schon mal gewesen. Hallo, ich will nur das Mondgestein. Danke. Anders waren Pilze? Brauche ich nicht. Roter Fliegenpilz ist nicht gesund. Also. Tops, du hast deine Quote um 3 Fiolen verfehlt. Weißt du, was das bedeutet? Es bedeutet, dass meine treuen Kunden ihre Flaschen von Cyanus Schrumpflösung nicht erhalten. Wegen deines dummen Fehlers bekommst du eine Woche lang kein Essen. Außerdem erwarte ich von dir, dass du dich entsprechend bestrafst. Wenn ich die nächste Lieferung abhole, sehe ich am besten blutige Verbände statt deines üblichen idiotischen Grinsens. Wenn du deine nächste Quote plus 5 zusätzliche Filiolen nicht erfüllst, verlierst du mehr als nur deine Essensprivilegien. Tops Meister ist furchtbar. Das ist nicht nur furchtbar. Das ist ein Wichser. Tops? Deke schickt mich. Bist du hier drin? Ich glaube nicht. Ich glaube, der ist woanders da lang. Und... das ist nicht auf einem guten Weg. Kann ich nicht irgendwo auch tauchen? Okay. Ja, Tops, mein Bester. Ich glaube, also ich würde es mir... oh, das ist jetzt echt schwierig. Auf der einen Seite würde ich es mir wünschen, dass wir ihn finden, den Guten. Auf der anderen Seite weiß ich halt nicht wirklich. Gegner auf höherer Stufe sind schwerer zu besiegen. Sah ich jetzt nicht so das Problem. Tatsächlich. Hallo Truhe, danke. Fingerlose Jägerhandschuhe. Fingerlos. Zu deinen Handschuhe? Ich meine, theoretisch sind fingerlos ja auch. Theoretisch kann fingerlos ja auch bedeuten, ohne einzelne Finger. Griff eine flammende Spinne und lass sie explodieren. Ich habe keine Ahnung, wie ich sie habe explodieren lassen, aber von mir aus. Oh mein Gott! Rivelio.
Revelio. Oh mein Gott. Tops war offenbar schon vor einiger Zeit hier. Er muss tiefer in die Höhle gegangen sein. Das war vielleicht... Confingo. Keine gute Idee. Kann man mal machen. Daddy ist hier. Tatütata. Der Sensenmann ist da. Oh, den Film Bad Boys. Vor allem Bad Boys 2, den muss ich mir nochmal angucken. Treff noch einen Gegner mit einer Spinnenexplosion. Okay. Ich habe bei dieser großen Spinne ein sehr dumpfes Gefühl. Kann ich hier runterspringen? Nein! Also, stimmt, aber da geht's abwärts. Damit kann ich mich fehlen. Aber nicht auf die gute Art. Ich meine, hier sind wir sicher. Die große Spinne, die kommt hier nicht wirklich rein. Das war Tops. Revelio. Okay. Jetzt kommt der Bosskampf. Ist doch immer so. Mein Gott. Wenn der Meister nach Tops sucht, hat Tops alle Blutegel hier verspeist. Und musste tiefer in die Höhle gehen. Tops hofft, dass der Meister auf seine Rückkehr wartet. Es ist viel zu gefährlich für den Meister, ihm zu folgen, und Vorsicht vor den Spinnen. Das klingt ja nicht gerade ermutigend. Ich weiß, warum Leute mit Arachnophobie hier Probleme mit dem Spiel hatten. Also diese kleinen Spinnen sind ja nicht das Problem. Aber diese großen sind dann doch ein bisschen too much. Aber auf der anderen Seite, wenn man Angst vor Spinnen hat, man weiß, dass in Hogwarts riesige Spinnen sind. Siehe Hagrids Haustier. Dass sie hier langlaufen. Das finde ich persönlich ein bisschen doch gruselig. Oh, wisst ihr mal, welche Szene das mich erinnert? An Rise of the Tomb Raider. Oder war das Shadow of the Tomb Raider? Ich meine sogar Shadow. Nee, Shadow war das nicht. Das war das zweite Rise of the Tomb Raider. In der ersten Szene. Wo die Lara von, Confingo.
Ich werde erst einmal eine Runde spachteln hier. Warte mal. Von da kam ich. Da kann ich lang. Warte mal, kann ich vielleicht theoretisch... Hätte ich das als taktisches Nutzen machen können? Was? Vergrabe den Kopf einer Akromantula im Boden. Ich hab keine Ahnung. Also hier ist noch eine. Es ist aber buggy, weil die nicht rauskommt. Aha. Deswegen ist die Musik noch da. Wenn die das Spiel nicht so verkackt hätten, es wäre so schön. Sorry, aber nee. Komm, trink. Oh nein. Ich habe das Gefühl, dieser Hauself ist Tops. Wenn der Meister die Leiche von Tops findet, war die große Spinne zu stark. Tops hat den Meister enttäuscht und hat die Strafe verdient. Tops fühlt sich schwach, schläfrig. Tops muss... Armer Tops. Allein gelassen mit den Spinnen. Macht das gemeinsam. Keine Ahnung, was das alles ist, aber... Das war wahrscheinlich genau das, was Tops gesucht hat. Oh nein. Ja, jetzt diese scheiß Musik und ich wette mit dir, ich kann mich nicht teleporten. Irgendwie sowas.
bekannt vor. Ich bin wohl wieder am Höhleneingang. Ja, ist auch gut. Warum leuchtet mein Zauberstab? Ich kann's nicht... Oh, nee, 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 nee. Oh, Legacy. Oder Warner Brothers Games, seht ihr das? Lagerst du was an Bethesda aus, ihr Lappen, ey. Bei aller Liebe, aber komm schon. Da hat sich eine Spinne vergraben, die ist unsichtbar. Und ich kann die Höhle nicht verlassen, weil das Spiel immer noch gefühlt den Kampf getriggert hat. Ist das ekelhaft? Das ist widerlich. Deswegen bin ich auch noch hier im Kampfmodus. Das finde ich gut. Wenn ich jetzt speichere, bin ich gesoftlockt. Ich will auch nur hier raus. Warte mal, ich will noch was probieren. Vielleicht kann ich das so ein bisschen triggern. Tja, also ich würde sagen, die ist hier im Boden versunken. Die haben es geschafft. Ein PlayStation-Spiel zu verbuggen. Naja, es ging ja dann doch weiter. Aber trotzdem, finde ich schade. Ein gutes Spiel hinterlässt immer einen faden Beigeschmack, wenn es halt unfertig und scheiße ist. Also nicht scheiße im Sinne von schlechtes Spiel. Die Zauberkämpfe, die Grundmechaniken, Hogwarts, alles geil und allem drum und dran. Aber solche Bugs müssen überschaubar bleiben. Und das Spiel hatte mit mir sowieso einen heiklen Start. Weil ich mir das zweimal kaufen musste, weil die PC-Version einfach scheiße gemacht wurde von diesen Kacklappen. Der Altar kommt mir bekannt vor. Ich bin wohl wieder am Höhleneingang. So, die Frage ist, wollen wir durchhocken? Nein, wollen wir nicht. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich mag ja solche riesengroßen Spiele, aber dadurch, dass ich sie halt auch Let's Play
halt auch aufnehmen und so ein Kram, ziehen die sich halt natürlich bis zu einem gewissen Grad. Und dadurch, dass es aktuell ein sehr schwieriges... Also für mich ist es gerade sehr schwierig. Erstens habe ich nicht so viel Zeit, wie ich gerne hätte. Zweitens nicht immer so viel Motivation. Ich bin zurück aus der Höhle, Deek. Wunderbar. Deek hofft, Sie haben Tops von Deek gegrüßt. Es tut mir wirklich leid, Deek. Aber Tops ist tot. Er scheint den Spinnen letztendlich zum Opfer gefallen zu sein. Oh nein! Das hat Deek befürchtet. So lange allein in der Höhle. Armer Tops. Deek und Tops hatten einst denselben Herrn. Als er starb, wurden wir getrennt. Deek wollte immer, dass Tops auch nach Hogwarts kommt. Deek ist froh, so netten Hexen und Zauberern wie ihnen dienen zu dürfen. Deek wird seinen Freund vermissen und mit schwerem Herzen auf ihn anstoßen. Es tut mir wirklich leid um deinen Freund, Deek. Danke, Sie sind sehr freundlich. Deek braucht etwas Zeit zum Nachdenken, wenn das in Ordnung ist. Na klar. Den lassen wir dann auch mal in Ruhe. So. Ups. Ist was. Du auch. So. Du bleibst auch hier. Es gibt was zu futtern. So. Du bist gebürstet. Du auch. Du auch. So. Na, ist doch schick hier. Mhm. Super. Ja, vielleicht kann ich noch mal das ein oder andere Upgrade machen. Also wenn ich jetzt nicht auf der Switch sowas wie Harvest Moon spielen würde, dann würde ich da durchaus... hier wesentlich mehr Zeit verbringen. Ich bin gerade so ein paar Kechokerne am Knabbern. Deek findet, sie sollten stolz auf all ihre Gebrauch. Ja, du hast doch gesagt, du brauchst ein bisschen Zeit. Brille ist nicht verbessert. Warte mal, habe ich sonst noch irgendwas? Nee, ne? Der ist voll. Krötenwarzen, oh wei. Der ist fertig. Nope. Mhm. Super.
So, was habe ich denn als nächstes im Dingsbums-Repertoire? Ich will noch ein paar Sachen kaufen. Schatten der Blutlinie. Ach, der Mann hinter den Monden. Ich dachte schon. Der Mann hinter Monden. Die Melder war Dingsbums, ja. Daedalische Schlüssel. Mit Nettie. Machen wir doch hier einfach mal weiter mit der Guten. Trotz alledem würde ich gerne mal nach Hogsmeade. Einfach nochmal. Ihr wisst schon. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Das ist schön. Die Gute, die hat mir immer... Die mit der Sprecherin, auch die deutsche Synchro, die ist einfach erheiternd. So, da will ich mal gucken, ob ich hier irgendwas machen kann. Lassen Sie mich wissen, falls Sie nach etwas Bestimmtem suchen. Aha. So, so. Ah, hier war schon. Okay. Na gut, so, wollen wir mal gucken, was wir hier so bei dem loswerden können. Du gehörst mir, Demigeis. Was, Demigeis? Warte mal. Na. Ah. Demigeist. Es interessiert natürlich keinen. Schauen wir uns mal an, was wir haben. So. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Schade, dass ich mehrere anwählen kann. Kann man die theoretisch verbessern und dann verkaufen? Sodass ein verbessertes Ding vielleicht mehr Geld gibt? Von der Topf, Materialverfeinerer. Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Oha. C-förmige Tränkestation. Brauwünsche zu erfüllen. Oh. Bei dem werde ich noch einiges Lassen einkaufen. Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Mache ich, mein Guter. So, wollen wir noch auf die Karte gucken. Muss ich das noch lernen? Nee, ne? Bei. Entschuldigung. Machen wir beim nächsten Mal. Ich muss auf Toilette und wir sind schon lang genug dabei. Hier, Leute, macht's gut, ne? Tschüss. Ach nein. Ah, schade. Ich dachte, ich könnte den Spruch noch von der guten Dame mitnehmen. Den höre ich gern. Ich wollte speichern, nicht laden.
Hat. Oh, okay. Mach's gut. Tschüss.